Ich habe es noch nicht erlebt, dass in Offenbach der Notfallzuweisungsplan ausgerufen wurde. Seit Tagen sind die Kliniken in Offenbach und der Region überlastet. Deswegen hat die Stadt den Notfallzuweisungsplan ausgerufen. Der Klinik können also auch dann noch Patienten zugeordnet werden, wenn sie eigentlich schon zu 100% ausgelastet ist. Als Chefarzt der Notaufnahme beruhigt Dr. Daniel Kiefel. Im Notfall wird natürlich keiner abgewiesen. Pflegedienstleiter Peter Bonifer beschreibt die Auslastung. Derzeit haben wir 32 Patienten in der Notaufnahme und das Ganze auf 17 Behandlungsplätzen. Das macht die Sache natürlich eng. Aber ist das alles wirklich außergewöhnlich? Jetzt in der gleichen Jahreszeit ungefähr 100 Einsätze mehr dieses Jahr gefahren ist als in dem letzten Abschnitt. Wir haben zurzeit ungefähr 50 Patienten mehr am Tag in der Notaufnahme als sonst, ca. 200 Patienten am Tag. In der letzten Woche, am Wochenende und bis Montag einschließlich, war es sehr viel los. Was passiert, wenn alle Behandlungszimmer belegt sind? Also wir mussten auf die Flurbelegung auch schon zurückgreifen, bauen diese aber auch wieder im Laufe des Tages dann ab. Hier haben wir quasi auf der Station noch Gelegenheit, in freien Zimmern, eben in solchen Zeiten, wenn viele Patienten da sind, die Zimmer noch mitzunutzen, quasi als Überlaufbecken.